Wir sind heute bei der Eröffnung unserer neuen Ausgabestelle in der Wilhelmstraße in Neustadt-Aisch. Bislang waren wir im Keller des Caritas-Gebäudes untergebracht. Leider war das aber zwischenzeitlich viel zu klein für die Anzahl der Kunden, die wir mittlerweile bedienen. Aus diesem Grund haben wir dringend eine neue Ausgabestelle gesucht und sind sehr froh, dass wir jetzt kurzfristig diese Möglichkeit hatten, hier umzuziehen, damit wir künftig unsere Kunden wieder optimal versorgen können. Hauptproblem in der Vergangenheit war nicht nur die beengten Arbeitsverhältnisse für die Helfer, sondern auch, dass einfach die Möglichkeit des Vorhaltens der Lebensmittel nicht richtig gegeben war. Und ja, war ein Hin- und Herräumen. Diese Probleme haben wir jetzt alle nicht mehr. Wir können uns jetzt konkret wieder besser auf unsere Kunden fokussieren und haben auch die Möglichkeit, die Kunden, die kommen werden, optimal mitzuversorgen. Also wir haben insgesamt um die 50 Ehrenamtliche hier in Neustadt, die mithelfen. Am Samstag sind es meistens immer so um die 10 Leute, die wo hier sind, plus die Fahrer, die wo also die Sachen bei den Supermärkten und Bäckern und Metzgern abholen. Leute versorgen wir zum Beispiel am Samstag 80 Parteien. Das sind also dann nur Haushalte. Sprich, man kann dann also da sagen, nochmal die Zahl mal 4, dann sind es ungefähr die Leute, die wir versorgen. Also wären dann in dem Fall so um die 300, 320 Leute. Ich hatte heute auch etliche Vertreter der Politik eingeladen. Ja, davon habe ich mir jetzt eigentlich versprochen, denen auch mal zu zeigen, wie es hier vor Ort so abgeht, was hier los ist, was wir für die Leute machen, was die Wünsche oder die Ansprüche der Leute sind und die Probleme, die sie auch haben. Leider Gottes ist es so, dass wir momentan von politischer Seite mehr oder weniger keine Unterstützung erfahren. Und ich erhoffe mir von diesem Termin, nachdem ich das Ganze jetzt nochmal allen ein bisschen näher bringen konnte, dass das vielleicht künftig anders wird und auch die Politik mal der Tafel noch etwas Unterstützung zukommen lässt. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall mal bei dem wichtigsten Gut, das wir in der Tafel haben, bedanken, nämlich unseren Helfern, bestehend aus dem Team in der Ausgabe und vor allem auch den Fahrern. Muss man immer sagen, die Fahrer, das sind immer die sind ein bisschen im Hintergrund, werden immer nur am Rande wahrgenommen. Für die muss man einfach auch mal eine Lanze brechen, die haben auch einen harten Job, müssen die Kisten aus dem Supermarkt schleppen. Wobei es natürlich die anderen Helfer jetzt auch nicht leicht haben. Sie haben den direkten Kundenkontakt, bekommen auch oft mal Ärger oder Unmut ab, wo sie letztendlich nichts dafür können. Vielen Dank an alle, die hier mitwirken. Ihr seid alle ein tolles Team. Dieses Jahr feiert die Tafel auch noch 25-jähriges Bestehen. Gegründet wurde sie 1998 vom Harry Gräber. Der war heute leider nicht da. Hätte mich sehr gefreut, wenn er gekommen wäre. Ja, leider haben wir nicht die Zeit, aktuell da jetzt große Feierlichkeiten zu machen, weil es einfach wichtiger ist, dass wir uns um die Leute kümmern, damit die ordentlich versorgt werden. 25 Jahre Tafel im Landkreis.